Kennt ihr das? Ihr schreibt morgen eine Klausur über eine Lektüre, habt die Lektüre aber noch nicht gelesen und müsst sie jetzt in dieser Nacht durchlesen. Heute möchte ich mich auf diese Situation vorbereiten und testen, wie viel ich es schaffe, in einer Nacht zu lesen. Ich muss dazu sagen, ich bin immer eine sehr vorbildliche Schülerin und hatte diese Situation zum Glück noch nie, dass ich eine Lektüre in einer Nacht durchlesen musste. Ich habe auch sehr Bock mal zu gucken, mich selbst zu challengen, wie viel ich es schaffe, nachts zu lesen. Ich habe erstmal geduscht, Haare gewaschen, das ist immer das beste Feeling, so frisch geduscht, frisch Haare gewaschen, am besten noch so frisch ins Bett bezogen und dann zu lesen. Ich nehme mir meinen Salat, okay? Das perfekte Lesewetter haben wir auch gleich, stürmt und regnet. Das hat mir ein Freund geschenkt, der das in der Schule in seinem Auslandsjahr gelesen hat. Er hat es mir geschenkt und sehr empfohlen, deswegen bin ich gespannt. Ich liebe Oliven über alles, wirklich. Okay Leute, wir werden jetzt die Zeit stoppen. Es ist 20.30 Uhr ungefähr. Let's go. Okay, wir sind bei einer halben Stunde und sind auf Seite 40. Und ich bin einfach jetzt schon müde. Normalerweise schlafe ich zwischen 21 und 22 Uhr, weil ich immer um 5 aufstehe. Wie soll ich die Nacht durchhalten? Ich mache ein Video, wo ich die ganze Nacht lese. Ah. Findest du es gut oder findest du das blöd? Nicht gut. Ey, und wie geil ist es bitte? Einfach am Ende des Buches gibt es so einen Guide für Lesekreise, also für Buchclubs. Und wo so Fragen gestellt wurden zum Buch, die man dann so als Buchclub beantworten kann. Finde ich richtig klasse. Übrigens haben wir jetzt für das Buch, was 330 Seiten hat, glaube ich, 4,5 Stunden gebraucht. Also, das Buch hat mich auf jeden Fall, wenn man es gerade nicht sieht, emotional sehr berührt. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt lesen soll. Erstmal noch meinen Salat zu Ende essen. Die Sache ist auch, dass ich eigentlich noch ein Video schneiden muss, was morgen um eigentlich so 10 oder 11 online kommen soll. Und jetzt ist 11:30, ich habe es noch nicht geschnitten. Mein Plan ist jetzt eigentlich so bis 6 oder so zu lesen. Dann vielleicht so 2 Stunden zu schlafen bis 8 und dann das Video zu schneiden. Dann kann ich das so um 10 hochladen. Und dann schlafe ich den ganzen Tag über. Das ist mein Plan. Also habe ich ja noch Zeit bis 6 zu lesen. Jetzt 11:30, das heißt, ich habe 4,5 Stunden Zeit noch für ein neues Buch. Ich glaube, ich lese noch eine Geschichte. Gehen wir mal zu meinem Bücherregal. Ach. Oder, oh mein Gott, oder ich kann die Biografie von Coco Chanel lesen. Da habe ich irgendwie auch Bock drauf. Ich habe mich jetzt entschieden für einen historischen Roman über Coco Chanel. Und ich glaube nämlich, der ist viel einfacher jetzt zu lesen als andere Bücher. Okay, ich mache mal ein bisschen heller. Also, ich habe jetzt schon mal ein bisschen bequemere Klamotten geworfen. Ich bin vorhin wirklich fast eingeschlafen. Ich war so extrem müde. Aber jetzt bin ich wieder relativ wach. Also, jetzt ist es 2 Uhr nachts. Und ja, jetzt fangen wir das Buch an. I'm excited. Die einzige Sache, die ich halt nicht so cool finde, ist, dass ich weiß, dass ich heute noch vor 10 Uhr ein Video schneiden muss. Und ich überlege gerade, ob ich erst das Video schneide und dann lese, aber das würde irgendwie die Regel brechen, die ganze Nacht zu lesen. Deswegen mag ich es jetzt nicht. Aber deswegen ist so mein Mind nicht at ease. Wisst ihr? Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich gerade auf Englisch gelesen habe und jetzt auf Deutsch lese. Und ich finde es immer schwierig, so sein Brain zu switchen. Oh, man sieht jetzt schon meine Augenringe. Aber die Sache ist, auch wenn ich viel schlafe, habe ich immer noch Augenringe. Das ist irgendwie so, keine Ahnung.
Also Leute, guten Morgen. Ich schneide gerade mein Video, beziehungsweise mache gerade das Thumbnail. Und mir geht es eigentlich ganz gut, also so müde bin ich gar nicht. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen heute. Ich habe so Durst. Jetzt nicht mehr. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nein, Spaß. Herzlich willkommen am Morgen. Also, hier ist das tolle Buch, was von mir beendet wurde. Tatsächlich wurde es beendet. Dieses Passiv. Aber nein, tatsächlich habe ich das Buch beendet und es war ein sehr einfach geschriebenes Buch. Man kann auch sagen, dass ich hier mehrere Markierungen gemacht habe. Das mache ich, by the way, immer an Stellen, von denen ich denke, dass ich sie gerne noch einmal lesen würde. Und nachdem ich ein Buch beendet habe, gucke ich mir mal die Markierungen an. Meistens sind das entweder, also kurzer Disclaimer, die Farben haben nichts zu bedeuten in diesem Buch hier. Ich habe da einfach irgendwelche random Farben genommen, weil ich nachts müde war und einfach irgendwas hingeklebt habe, ohne auf irgendein Color Coding zu achten. Aber normalerweise haben die Farben eine Bedeutung, ja, tatsächlich. Entweder, wenn es Sätze sind, die ich total schön finde, dann schreibe ich mir die Sätze danach auf. Oder irgendwie ein historischer Kontext, zu dem ich gerne noch ein bisschen was recherchieren würde. Generell Sachen, die ich einfach cool fand, dann werden die Sachen immer rausgeschrieben. Warum benutze ich heute so viel passiv? Dann werden die Sachen von mir rausgeschrieben. Aber tatsächlich, ja, werden die Sachen von mir rausgeschrieben. Okay, kommen wir jetzt zu diesem Buch. Das Buch ist ein Buch aus einer Reihe. Oh mein Gott, Leute. Soll ich euch kurz die anderen Bücher der Reihe zeigen? Ja, warum eigentlich nicht? Wo eben einflussreiche Frauen oder bedeutende Frauen aus der Geschichte zwischen Erfolg und Aufbruch und Liebe gezeigt werden. Und diese Bücher sind extrem einfach geschrieben, meiner Meinung nach. Denn sie erzählen einfach die Geschichte einer berühmten Person. Beispielsweise jetzt hier Lady Diana, Jane Austen, Kaiserin Sissy, Audrey Hepburn oder eben Coco Chanel. Und gestern, als ich so müde war nachts, habe ich es geschafft, das Buch noch weiterzulesen. Und ja, es war nämlich eine sehr interessante Geschichte. Also Coco Chanel ist wirklich eine sehr interessante Frau. Ich habe auch ein bisschen mehr über sie schon gelesen und dieses Buch hat tatsächlich ihre ganze Geschichte umfasst. Aber die Geschichte, nachdem ihr größter Liebhaber gestorben ist und wie sie dann das Parfum Chanel Nummer 5 erstellt hat und wie sie dazu gekommen ist und so, war sehr spannend, obwohl ich wirklich sagen muss, Leute, ich schlafe abends um, eigentlich versuche ich wirklich um 21 Uhr zu schlafen, das klappt nicht immer, aber ich schlafe selten später als 0 Uhr ein und dann wach zu bleiben bis 5 Uhr morgens, das kann ich nicht, ich bin eine alte Oma. Fun Fact, ich habe letztens diesen TikTok-Trend mitgemacht mit diesem, mein mentales Alter und ich hatte 71. Und so ist es auch. Ich bin schon 71, ich muss eigentlich um 19 Uhr schlafen gehen. Aber nee, es war eine sehr coole Erfahrung. Und ich finde auch, dass der Punkt beim Lesen das Genießen des Buches ist. Oder eben Informationen aus dem Buch zu bekommen. Und beides finde ich ein bisschen nicht so schlau, wenn man das so gezwungenermaßen macht. Also beispielsweise, wenn ich etwas lernen möchte aus Büchern, dann ergibt es für mich voll viel Sinn, mir Zeit zu nehmen, um das Buch dann auch richtig auszuarbeiten, Notizen zu machen, um erstmal die ganzen Informationen aufnehmen zu können. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man das versucht, ganz schnell hektisch zu machen. Andererseits, wenn ich eine Geschichte lesen möchte, würde ich sie gerne entspannt lesen und genießen. Und das ist auch schwierig, wenn ich weiß, okay, ich habe nur noch 3 Stunden, um das Buch jetzt fertig zu kriegen und vor allem so müde bin. Deswegen, es ist cool, es macht Spaß und es ist vor allem auch so eine Challenge und ich liebe ja Challenges und ich mag es auch gerne, Dinge abzuschließen und Bücher fertig zu kriegen und so. Aber vielleicht würde man das nicht so oft machen. Das war das Wort des Tages. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal, um keine weiteren dieser Videos zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns ja bald hier wieder am Donnerstag oder am Sonntag. Ansonsten auch bei Instagram und bei TikTok. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!